Hallo und schön, dass ihr auf meinem Kanal vorbeischaut. Ich bin der Corvinio und in diesem Final Fantasy VII Rebirth Guide soll es in den Bossfight gegen Locke im Hard Mode gehen. Ich werde euch jetzt hier wie immer meine Tipps und Tricks zeigen, wie ihr den Boss ganz, ganz easy und entspannt eliminieren könnt im Hard Mode. Dazu schauen wir uns als erstes mein Ausrüstungs- und Materia-Bild mit Cloud an und dann kommt natürlich das Gameplay. Genauso machen wir es und los geht's. So, dann lass uns mal mein Ausrüstungs- und Materia-Bild mit Cloud anschauen. Ich habe hier gespielt mit dem Runenschwert, Cetra-Armschutz und Genji-Armschutz als Materia, TP-Absorption in Verbindung mit Glut, das ist die große Schwäche von Locke, MP-Absorption in Verbindung mit Glut, bzw. Glut und Frost, Magie-Boost, MP-Boost, den Phönix für den magischen Werte-Push, Schnellzauber in Verbindung mit Glut, ganz, ganz wichtig. Magieverstärkung in Verbindung mit Glut, auch sehr wichtig. ATB-Boost, Feintechnik, Erstschlag und das effiziente Blocken, auch eine der wichtigsten Materia überhaupt. Physische Attacke plus 20, magische Attacke plus 20, ATB-Ladebonus und die pure Magie. Ja, das ist mein Ausrüstungs- und Materia-Bild, womit ihr Locke hier in Kapitel 11 im Hard-Mode ganz, ganz easy und entspannt eliminieren könnt. Und wie das Ganze geht, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Bevor wir mit dem Gameplay starten, liegt die nächste Danksagung an. Und dieses Mal gehen meine Grüße und mein ganz, ganz großer Dank raus an den lieben Fabian. Wie ihr seht, wurde ich hier mit einem Super Thanks unterstützt. Vielen Dank an dich, mein Lieber, auch für den sehr, sehr netten Kommentar. Habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Dir noch viel Spaß und weiterhin viel Erfolg mit dem Game. Ich hoffe, dass ich dir auf jeden Fall hier weiterhin auch mit meinen Videos helfen kann. Wenn auch ihr mich unterstützen möchtet und meine Videos feiert, würde ich mich natürlich auch riesig über einen Super Thanks von euch freuen. Eine Danksagung in einem meiner nächsten Videos ist selbstverständlich garantiert. Und jetzt lasst uns hier mal das Gameplay anschauen. So ihr Lieben, dann lasst uns mal mit dem Fight starten. Wie immer bei all meinen Bossfights im Hardmode habe ich hier oben links in der Ecke gleich nochmal in schriftlicher Form alles dokumentiert. Diesmal gibt es nicht wirklich viel zu schreiben. Der absolute Gamechanger ist hier die effiziente Blockenmateria. Und genau das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie das Ganze läuft. Der Kampf ist natürlich sehr, sehr schnell, sehr actionlastig, sehr kurz. Ihr seht, ich gehe sofort in die Offensivhaltung, versuche natürlich dann hier seine Angriffe zu blocken, wenn er mich angreift und mir immer zwei volle ATB-Balken abzuholen, dann natürlich Feuer. Und das Ganze solltet ihr letztendlich immer kopieren, genau das Gleiche immer machen, in die Offensivhaltung blocken, so wie jetzt. Bisschen Schaden zufügen, danach ist er kurz gestunt. Dann wollen wir natürlich zwei volle ATB-Balken, genauso wie jetzt. Und dann wird Folger reingeknallt. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis, wie ihr Locke hier im Hard-Mode wirklich sehr, sehr entspannt, denke ich, eliminieren könnt. Auch hier hole ich mir jetzt nochmal zwei volle ATB-Balken ab im Schock. Ich habe geschrieben, im Schock Folger, ATB-Boost am Ende des Schocks. Genau das mache ich jetzt. So, ihr seht. Dann kommt hier diese kleine Cutscene und dann knall ich ihm gleich nochmal volles Pfund Feuer um die Ohren und dann ist das Ganze erledigt. Also hier optimalerweise natürlich einen vollen ATB-Balken, dann schön mit dem ATB-Boost ein Double Up, damit ihr ihm hier sofort einheizen könnt und gegebenenfalls den Kampf beenden könnt. Genau das mache ich jetzt. Kampf geht weiter, ich knall Feuer rein. Durch die Magieverstärkung und so weiter, durch den Schnellzauber, eine sehr, sehr gute Sache. Ja, so könnt ihr Locke hier in Kapitel 11 im Hard Mode, denke ich, sehr, sehr easy und entspannt eliminieren. Das war's auch schon von mir. Bedanke mich fürs Zuschauen. Checkt sehr, sehr gerne meine anderen Videos aus. Auch zum Kampfsimulator habe ich hier für die schweren Challenges jeweils einen separaten Guide auch schon hochgeladen. Ich bin raus. Macht's gut. Bis bald. Und tschüss.